nächste Frage hat der Reitschuster. Eine Frage noch. Das war das Motto von meinen Berichten aus der Bundespressekonferenz, über die Bundespressekonferenz und meine Arbeit. Dort habe ich immer so gesehen, dass ich Ihre Fragen, das, was Sie bewegt, Ihre Zweifel dort vorbringe und die Regierung mit dem konfrontiere, was kritische Menschen in diesem Lande sich fragen. Das ist ganz offensichtlich nicht erwünscht. Das will man ganz offensichtlich verhindern. Heute bekam ich die Nachricht, dass ich ausgeschlossen bin aus der Bundespressekonferenz. Die Begründung in meinen Augen hanebüchen, anders kann ich es nicht sagen. Also eigentlich müsste man darüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Und ich werde mich auch dagegen wehren. Ich lasse mir das so nicht bieten. Ich bin sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Versuche gab es ja schon länger, gab es jetzt auch noch mal im Herbst. Solange Merkel dann noch dran war, hat man das offenbar nicht durchgezogen. Und jetzt mit dem neuen Kanzler, mit dem neuen Sprecher wird es knallhart durchgezogen. Was dahinter steckt, wie das begründet wird, warum das absurd ist, wie ich mich wehre, warum ich trotzdem jetzt erst noch mal weiter Fragen stellen kann und was ich gerne alles fragen würde, weil es so unklar ist, all das beschreibe ich in einem Video. Aber Sie kennen die Tradition, ich will das nicht hier auf dem Zensurkanal hochladen. Ich will den Zensoren hier keine Steilvorlage bieten. Und ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Wir sind erwachsene Menschen. Wir wollen uns direkt unterhalten, direkt kommunizieren. Wir brauchen kein betreutes Denken oder an YouTube oder andere Facebook und Twitter im Auftrag oder in Absprache mit der Regierung entscheiden, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Gehen Sie mit mir rüber. Es wird auch noch ein spannendes Video geben. Arne Schmidt, der Pianist, wie er heißt, jemand aus der Protestszene, der wurde heute verurteilt in Berlin. Es kam dann zu tumultartigen Szenen im Gericht. Die Verurteilung in meinen Augen ebenfalls hanebüchen. Und selbst seine alten Eltern, der Vater ist fast 90, die Mutter wenig jünger, die bekamen Besuch von der Polizei. Und es macht einen alles nur noch sprachlos. Und warum trotzdem so viele immer noch weiter brav an Staat und Obrigkeit glauben, gerade im Westen, wo man eben das gewohnt ist, darüber rede ich auch im anderen Video. Und ich finde das besonders tragisch, weil eigentlich alles, was uns die Geschichte gelehrt hat, ist, dass man in schwierigen Zeiten eben nicht bedingungslos dem Staat und der Obrigkeit gehorchen muss. Und bei uns macht man genau die umgekehrten Schlussfolgerungen. Der Staat instrumentalisiert sogar den Nationalsozialismus und den Antisemitismus, zwei der schrecklichsten Dinge, die ich kenne. Die instrumentalisieren Staat und Medien, um Kritiker mundtot zu machen. Das ist an Zynismus überhaupt nicht mehr zu überbieten. Aber gehen Sie mit mir rüber auf Rumble. Wir lassen uns nicht zensieren. Jetzt gleich anschauen. Danke, alles Gute. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Wir reden viel über Respekt, auch über Gerechtigkeit. Und meine Frage ist, wo ist dieser Respekt, wenn Sie die Unwahrheit gesagt haben bezüglich Treffen mit der Warburg Bank, also wie oft Sie dort zusammen waren und in dieser Cum-Ex-Affäre, ist der Staat, der deutsche Staat, dreist betrogen. Und meine Frage ist, warum haben Sie diese Bank 47 Millionen Euro Steuernachlass geschenkt, wobei deutsche Richter diese Personen gebrandmarkt haben als organisierte Kriminelle? Dankeschön. Schönen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns bei der Bildung dieser Regierung da verständigt, alles zu tun, damit die innere Sicherheit in Deutschland gewährleistet ist. Die Polizei bekommt all die notwendige Unterstützung, die sie braucht, damit sie alles dafür tun kann, dass Kriminalität in Deutschland keine Chance hat. Wir haben dazu sehr präzise Vorschläge gemacht, auch im gesetzgeberischen Rahmen. Und das wird die Arbeit dieser Koalition bestimmen. Besonders begrüßen möchte ich heute den neuen Regierungssprecher, Staatssekretär Steffen Hebestreit, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Einige von Ihnen, fast alle, zum jetzigen Zeitpunkt ja, bleiben wir uns erhalten. Andere kommen sicher noch mal hinzu. Und von anderen müssen wir uns oder haben wir uns schon verabschiedet. Für die vergangene und auch für die künftige Zusammenarbeit möchte ich mich jetzt schon mal im Namen der Bundespressekonferenz herzlich bedanken. Manche Dinge müssen sich in den nächsten Tagen sicher noch zurechtschütteln. Etwa das noch in Gründung befindliche Bauministerium wird noch vom Innenministerium vertreten. Auf einzelne Vorstellungen würde ich heute aus Zeitgründen
verzichten. Umso herzlicher seien Sie alle begrüßt. Lieber Steffen, du brauchst von mir keine guten Ratschläge über die Funktion und die Funktionsweise der Bundespressekonferenz. Das kennst du alles aus dem FF, nicht zuletzt aus den letzten Jahren als Sprecher des Bundesfinanzministers. Aber auch, weil du zwar nicht der erste Regierungssprecher bist, der Journalist war, aber einer der wenigen, der auch mal Mitglied des Vorstandes der Bundespressekonferenz war. Das galt für dir, vor dir schon für unseren ersten Vorsitzenden Rüdiger von Wechmar, die späteren Regierungssprecher, der später Regierungssprecher bei Willy Brandt wurde, ebenso Konrad Ahlers, der auch für Brandt sprach, und Hansi Klein, Regierungssprecher von Helmut Kohl. Keine Ausnahmesituation also, aber auch keine Normalität. Es macht dich und deine Vorgänger zu besonderen Kennern der inneren Haltung der Politik, aber auch der inneren Struktur der Bundespressekonferenz. Viele der Kolleginnen und Kollegen werden sich erinnern, dass mit Steffen Hebestreit auf dem Stuhl des Leitenden und Gastgebers der Regierungspressekonferenz eine Art Revolution verbunden war, die unsere manchmal in ihren Traditionen ruhende Organisation echt bewegt hat. Steffen Hebestreit verzichtete auf die bis dahin übliche Krawatte zu Hemd und Anzug, wie heute auch. Was für manche damals ein No-Go war, war für andere ein modernes Statement. Der Bundespressekonferenz hat es nicht geschadet und dir offensichtlich auch nicht. Lieber Steffen, Bundeskanzler Scholz hat bei deiner Amtseinführung in der letzten Woche mit Blick auf die Arbeit des Regierungssprechers gesagt, Zitat, es ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Informationen der Bundesregierung zu organisieren und dafür zu sorgen, dass in der Demokratie die Kommunikation zwischen Regierung und Öffentlichkeit gut funktioniert. Ich glaube, man kann das gar nicht kleiner sagen. Zitat Ende. Und er hat seine neuen Sprecher, dich, lieber Steffen, und deinen Stellvertreter Wolfgang Büchner, den wir heute als stillen Zuschauer begrüßen, mit einem Vertrauensbonus versehen. Ein Vertrauensbonus, der, wie soll man sagen, eine Art Beschreibung dessen war, was einem hier in der Bundespressekonferenz erwarten kann. Nur auf Scholz sagte, wenn man selbst schon mal Journalist war, dann hilft einem das. Und es hilft einem auch zu akzeptieren, dass die Fragen kritisch sind und dass sie streng sind und dass nachgehakt wird. Denn das hat man alles schon einmal selber getan. Und es ist richtig so. Zitat Ende. Wir vertrauen darauf, dass der neue Sprecher der Bundesregierung sich dieser Aufgabenstellung bewusst ist. Uns ist allen klar, dass unsere Rollen, die Aufgabe für die Regierungssprechenden und die unsere, die Haltung der Regierung zu hinterfragen, unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Trennung von Journalismus und Politik hat in unserer Demokratie eine lange Tradition und sie hat uns stärker gemacht. Die neue Ampelkoalition hat sich zur Aufgabe gestellt, durch mehr Transparenz unsere Demokratie zu stärken. Das Prinzip des offenen Regierungshandels soll Grundlage sein. So steht es im Koalitionsvertrag. Wir werden die Regierung, ihre Sprecherinnen und Sprecher daran messen, mit klaren Fragen und in Erwartung klarer Antworten, auf Augenhöhe und mit Respekt. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Zusammenarbeit. Ja, lieber Matthias Feldhoff, die Latte könnte nicht höher liegen. Ich bedanke mich erstmal für die vielen freundlichen Worte, die ich so nicht erwartet hatte. Nicht, weil du wahnsinnig unfreundlich wärst, sondern weil das ja eigentlich nicht der Umgang ist in der Bundespressekonferenz mit denen, die hier die Fragen stellen und denen, die hier nach Kräften die Antworten liefern soll. Klar, die BPK ist nicht neu für mich, auch wenn dieser Platz, wie ein kluger Mensch, mit dem ich mich im Vorfeld unterhalten habe, gesagt hat, das ist schon was anderes, wenn man in der Mitte sitzt. Schauen wir mal, ob wir irgendwann wieder so weit kommen, dass es tatsächlich die Mitte wird. Hoffen wir darauf. Vielleicht kurz ein paar Worte noch vorab. Die neue Regierung hält natürlich, und da spreche ich auch für meinen Kollegen Wolfgang Büchner, der da hinten bescheiden, einsam sitzt, an der Tradition fest, hier nach Möglichkeiten dreimal die Woche Rede und Antwort zu stehen. Es ist ein einmaliges Format und alles, was man vielleicht mahnend oder kritisch dazu auch äußern kann und das ich in meiner früheren Funktion im Vorstand auch mal kritisch diskutiert habe mit den Kolleginnen und Kollegen, das hat Steffen Seibert hier vergangenen Montag, fand ich, auf sehr schöne und doch auch annehmbare Weise formuliert. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Je mehr Leute mir hier gegenüber sitzen und den Kolleginnen und Kollegen aus den Ministerien, umso spannender für alle Seiten. Die neue Bundesregierung will mehr Fortschritt wagen. So haben es die Spitzen, die hier vergangenen Dienstag gesessen haben, also Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und auch Bundesfinanzminister Christian Lindner gezeigt. Die sind hierher gekommen und haben Rede und Antwort gestanden. Und sie werden das auch
in regelmäßigen Abständen wieder tun, da bin ich ganz sicher. Prioritäten dieser Regierung sind klar. Ich komme ganz kurz darauf. Es ist natürlich das Erste, die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Dabei setzen wir im Augenblick vor allem auf die Impfkampagne und das Boostern. Gerade mit Blick auf die neuen Varianten ist das das A und O, dass wir möglichst schnell möglichst viele Leute auch noch geboostert bekommen. Darum kümmert sich die Bundesregierung als Ganzes, der Bundeskanzler, aber auch das Bundesgesundheitsministerium, der Bundesgesundheitsminister nach Kräften. Das zweite große Thema, Kampf gegen den Klimawandel mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, die den Ausbau unter anderem von Windkraft auf hoher See und an Land und auch die Solarenergie betreffen. Da braucht es verlässliche Planung, schnellere Genehmigungsverfahren, damit die ehrgeizigen Ziele auch erreicht werden können. Und es geht um mehr Respekt und Zusammenhalt in der Gesellschaft und um ein souveränes und starkes Europa. Lassen Sie mich vielleicht noch anknüpfen an das, was Mathis Feldhoff eben gesagt hat. Wir befinden uns am fünften Tag, in dem die Bundesregierung im Amt ist. Mit Ausnahme, das habe ich eben noch mal gecheckt, mit Ausnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben alle Häuser neue Chefinnen und Chefs, bis auf das Bauministerium, das hat noch kein Haus. Die sind noch auf Suche. Das heißt, Stäbe müssen sich finden, Abläufe müssen sich einspielen, Abstimmungswege etablieren. Mir geht es da als Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung nicht anders als vielen Kolleginnen und Kollegen. Und die, die Sie hier schon kennen, die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die haben plötzlich neue Chefs, mit denen sie sich eingrooven müssen. Insofern bitte ich nicht um Schonzeit, aber doch vielleicht um etwas Verständnis, wenn manche Frage dem hehren Anspruch, den Mathis Feldhoff formuliert hat, nicht sofort nachkommen kann, dass man sich manchmal rückversichern muss oder etwas in Klärung befindet, bevor man es hier äußern kann.